Ah, da bin ich mal wieder. Puh. Jetzt geht's mal wieder gut. Ich glaube, das könnte eine der vorletzten Missionen sein bei den Normannen. Da gibt es ja noch der Hundertjährige Krieg, das Mongolische Reich und der Aufstieg Moskaus. Und noch so einzelne Gefechte. Aber das ist dann für Multiplayer. Kunst des Krieges, keine Ahnung, was das hier ist. Aber mich interessiert sowieso am meisten die Kampagne, sonst später die Mods. Noch eine Belagerung. Also ich hoffe echt, dass es nicht so stressig ist wie jetzt vorhin. Dass mal ein bisschen ruhiger zur Sache geht. Ja gut, schauen wir mal rein. Im Schatten der Burg bei Wallingford bewiesen Mathildas Unterstützer, geführt von ihrem Sohn Heinrich, dass sie König Stefan noch immer die Krone streitig machen wollten. Doch nach 15 Jahren Krieg hatten beide Seiten genug. Sie schlossen eine Vereinbarung. Mathilda würde ihren Anspruch auf den Thron aufgeben, wenn nach Stefans Tod die Krone an ihren ältesten Sohn Heinrich übergehen würde. Ein Jahr später krönte man ihn zu König Heinrich II. Und er schuf das mächtige Angevinische Reich. Doch erneut zeigte sich, was ein König sein Leben lang aufbaute, konnten schon seine Kinder wieder niederreißen. König Heinrich II. Wurde von 4 ehelichen Söhnen überlebt. Und er wollte sein Königreich unter ihnen aufteilen. Doch sie kämpften erbittert um die Vorherrschaft. Entgegen allen Erwartungen wurde sein jüngster Sohn Johann König. Doch König Johann war ausgesprochen unbeliebt. Er verlor große Teile des angevinischen Reiches seines Vaters und konnte sie auch in teuren Schlachten nicht zurückerobern, die seine Untertanen mit ihren Steuern bezahlten. Schließlich wollten die Barone Englands dies nicht länger hinnehmen. Sie zwangen Johann, einem Vertrag zuzustimmen, der seine Macht begrenzte. Der Magna Carta. Doch er brach sein Wort. Voller Zorn rebellierten sie und riefen Prinz Ludwig von Frankreich an, in England einzufallen. 1216 segelte Ludwig nach Dover und fasste sein erstes Ziel ins Auge. Die Burg von Dover. Die Burg stand unter dem Kommando von Hubert de Burgh, der König Johann treu ergeben war. Er bezeichnete die Burg als Tor nach England. Und er hatte recht. Fiele die Burg an Frankreich, so auch das Königreich. Okay, jetzt werden also wir belagern, aber die Burg von der Befestigung her sah echt böse aus. Ich glaube, das wird nicht einfach. Oder sind wir jetzt auf der englischen Seite? Aber jedes Mal in der Familie Zoff, ne? Jedes Mal. Und wie sie schon sagte, ne? Das, was der eine sein ganzes Leben lang aufgebaut hat, machen dann die Kinder wieder kaputt. Mehrmals passiert in der Geschichte. Also dann, schauen wir mal. Nachdem Prinz Ludwig von den rebellischen Baronen um seinen Einmarsch gebeten worden war, befahl er den Angriff auf die Burg von Dover. Die Angreifer konnten die äußeren Verteidigungsanlagen durchbrechen und stürmten auf die Mauern der Burg zu. Die Garnison von Dover begegnete den Franzosen mit geballten Fäusten und eisernem Willen. Dover durfte nicht fallen. Ah, jetzt muss man schon wieder verteidigen. Kommandant Hubert, okay, was haben wir hier alles? Seine Mannen, um die Franzosen aufzuhalten und die Burg zu verteidigen. Ihr alle hier. Zuerst mal upgraden. Und wir brauchen mehr Leute. Ach, das ist eine recht kleine Map hier.
Okay, das wird spannend. Ich hätte noch ein paar mehr gern Dorfbewohner hier. Aber warum lauft sie raus? Geht's rein? Und Position halten. Vielleicht von zwei Seiten. Und ihr bleibt auch bitte da. Mein Gott. KI. Na gut, vielleicht müssen wir ein bisschen nachhelfen hier. Ihr macht's das da bitte. Okay, und wieder rein hier. Während die Garnison der Burg den ersten Angriff der Franzosen vereitelte und sich auf einen zweiten vorbereitete, wuchs auf dem englischen Land neuer Widerstand. Wilhelm von Kessingen, ein geschickter Bogenschütze und leidenschaftlicher Patriot, machte sich daran, den Widerstand gegen die französischen Invasoren zu organisieren. Wilhelm war fest entschlossen, die Krone in den Händen von König Johann zu halten und rekrutierte sämtliche Bogenschützen für seine Sache. Schauen Sie, mit wem kannst du mit Landbogenschützen aus Tober um sich? Okay. Aber ich werde hier trotzdem ja ständig angegriffen, oder? Nee, es ist momentan ruhig. Ich habe kein Gold. Das ist ein Problem. Haben wir hier irgendwas zum Verscherbeln? Nee. Okay, Bogenschützen hierauf. Armbrustschützen hierauf. Ach, jetzt muss ich... Produzieren Sie Händler? Händler zeugen Gold, wenn sie eine Handelsroute zu einem Handelsposten oder einer Marke eines Spiels zugewiesen sind, sobald sie... Oh, hä? Okay. Heimatmarktplatz und der neutralen Handelsplatz oder Verbindmarktplatz zur Reise, um Gold zu generieren. Wie genau funktioniert das? Mit seinen versammelten Bogenschützen plante Wilhelm, die französischen Belagerungsmaschinen auf dem Weg ins feindliche Lager zu überfallen. Zwischen Wenn man das Sendes festlegen, hinreißen zwischen einem Handelsdiener. Verstehe es nicht so ganz. Ich habe sie mit Wilhelm. Ja. Alles ein bisschen unübersichtlich gerade. Bogenschützen. Hier rauf bitte. Keiner ist draußen. Okay, sehr gut. Du bleibst da. Die kommen hierher. Wir brauchen mehr Truppen. Also, wir haben kein Gold, ja. Ach, da hin handeln zu den Gelben. Okay, jetzt verstehe ich. Okay, und jetzt zu denen hier.
Okay, also so kriege ich dann Gold, wenn ich da hin und her laufen. Du hast ein Händler, 100 Gold noch, wenn ich es mal hätte. Okay, dann hätten wir die hier. Belagerungswaffe, Belagerungswaffe. Falls wir solche Belagerungswaffen nochmal dafür zu schwächen. Was ist da? Pfeiser, weil er sie mit der Links kriegt. Das ist schon langsam um eine Sekunde. Ja, super. Wilhelms Bogenschützen machten mit den französischen Verstärkungen kurzen Prozess. Doch wenn sie Dovers Garnison entlasten wollten, durften Wilhelms Freischärler jetzt nicht nachlassen. Ja, I do my very best. Okay, machen wir ein Lagerfeuer zum Heilen hier. Ah, Gold wird produziert. Dann machen wir hier noch zwei. Und hier mehr Einheiten. Ach, und die kosten kein Gold. Okay, sehr gut. Dann produziere bis zum geht nicht mehr. Okay, und in 4 Minuten gibt es einen Angriff. Ja, wir haben noch eine zweite Belagerungswaffe, die wir irgendwie erwischen müssen. Jetzt glaube ich kommt die Armee hier, oder? Da ist die andere Belagerungswaffe. Wir könnten aber auch einfach hier stehen bleiben. Da die Verstärkung irgendwie wegziehen. Weil es ist eine doofe Idee. Lass uns mal hier hingehen. Hier Händler. Lauf da mal hin. Hier ist noch was Blaues. Auch okay, das ist der Turm. Oh, der hat's Reinheiten. Kommt ihr zu mir? Immer mehr fähige Krieger schlossen sich Wilhelms Widerstand an. Da müssen wir jetzt irgendwie hier raufkommen, um die hier abzufangen. Und hier immer mehr Einheiten. Okay, die schicken wir mal nach da. Und hier bitte gern weiter produzieren. Upgrades können wir uns keine leisten. Will ich hier machen? Dorfbewohner. Bogenschützen. Ein paar. Ach, wir haben einen Heiler. Sehr nice. Okay. Jetzt habe ich doch alle überfallen hier, oder nicht? Ah,
Ach so, und hier ist deren Hauptding. Ich verstehe. Ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. Welchen Weg nehmen die dafür? Hoffentlich jetzt nicht gerade da rein. Das System nicht. Lass uns mal hier wieder gehen. Und gleich startet der Angriff. Hier kommt's darauf. Wer kommt hier rein? Ein Heiler wäre auch hier nicht schlecht. Ich glaube, wir stellen uns hier auf die Straße und schauen dann mal hier vorbei, würde ich sagen. Ich hoffe, das ist schlau, was ich da mache. Ja, die Heiler können ja sogar die Truppen umkehren. Ich glaube, das ging auch in Age of Mythology. Oh. Das, glaube ich, war jetzt ein echter Fehler. Ja, da kommen wir nicht an. Wir gehen mal wieder. Tschüss. Und der Angriff startet. Die Franzosen starteten einen erneuten Angriff auf die Burg, aber dank Wilhelms Freischärlern war der Feind stark geschwächt. Und raus da. Oh no, die Typen. Hat Priorität auf das da. Und ihr kommt hier wieder rein. Nice, das läuft jetzt viel, viel besser. So, Bogenschützen, hier rauf. Was bist du, Dorfbewohner? Du kannst mal den Turm da reparieren. Mit Hilfe der Bogenschützen Wilhelms, die die Belagerungseinheiten von außerhalb der Burg schwächten, wehrte die Garnison von Dover den französischen Angriff ab. Wilhelm befahl seinen Bogenschützen, ihre Angriffe auf die französischen Verstärkungen wieder aufzunehmen. Ach nö. Das gleiche Spiel schon wieder mit Belagerungswaffen. Dann stellen wir uns mal hier oben hin. Ich meinte, das konnten nur Mönche. Also das war ja ein Mönch hier unten, glaube ich. Okay, aber ich habe jetzt hier wenigstens genug Zeit, die Truppen aufzurüsten. So, ein Drittel da oben. Ein anderer Drittel hier so. Wir könnten noch ein paar von denen hier produzieren, damit wir hier mehr Gold kriegen. Und alles, was produzieren kann, produziert. Und jetzt kein Stein mehr. Dann könnt ihr mal eine Kaserne bauen. Vielleicht gerade zwei.
Okay, Bogenschützen wieder. Auf. Armbrustschütze ja auch hier rauf. Und es gibt Stress. Okay. Aber überschaubar. Und die sind voll geheilt. Sehr gut. Gleich drei von denen. Oh, ein paar von den teuren hier. Tja, Masse statt Klasse. Und einmal Heilung wieder aufsetzen. Und dann gibt's volles Pfund aufs Maul. Was? Lagerfeuergeschichten. Achievement. Ah, wird im Stream leider nicht anzeigt. Und Angriff. Ah, wir müssen auch wieder unten hin. Okay. Was? Rennt dein Bergfried? Nee, aber da ist eine Flamme drauf. Ich glaube, das heißt, dass er produziert. Glaube ich. Ach nee, nicht die hier. Der tut weh. Und einmal kaputt machen. Und dann schnellstmöglich auf die andere Seite wieder. Hierhin. Okay, hier bei den Truppen. Hierhin. Hochrangige Ziele über große Distanz. Nö, das mache ich nicht. Ich glaube, Armbrustschützen und so brauche ich jetzt erstmal nicht. Geh mal hier auf den ganzen Rest. Und dann sind wir eh schon am Maximum. Oh, ich hoffe, wir kriegen die jetzt hier noch. Könntest ja gerade mal hier hinlaufen. Der Angriff ist noch in 3 Minuten. Oh, ist der zweite von 4 Angriffen. Oh, Chris. Servus, Chris. Wilhelm stieß auf eine Gruppe englischer Soldaten, die gerade mit dem Feind kämpften, und eilte ihnen zu Hilfe. Die haben überhaupt nicht gekämpft. Die haben einfach nur da gestanden. Na Chris, alles klar bei dir? Ja, rauf mit euch. Super, kann jetzt mir. Und ich glaube, das ist die letzte Belagerungswaffe, die wir hier kaputt machen. Jo, bei mir ist soweit alles super. Also, dass ich nur am Kämpfen bin. Die zweite Belagerung hintereinander. Macht sie fertig. So, dann haben wir erstmal Ruhe. Sehr gut. Und ihr könnt euch erstmal heilen da. Nice. Okay, ihr das Holz hacken hier unten.
Hä? Was? Schon wieder? Nachzügler. Gut, ich lasse die mal da stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei jeder Welle jetzt ein bisschen heftiger wird. Wobei, wenn das jetzt hier alles ist, dann bin ich entspannt. Dann können wir jetzt gerade aufs Limit hochgehen. Also von der Bevölkerungsanzahl. Und ihr hier alle tut's nix. Okay, dann werden wir hier noch ein paar Felder machen. Könnten wir eigentlich ein bisschen ausbauen. Und die lassen wir da für Reparaturen. Ja, für genau zwei Leute haben wir noch was. Ihr zwei geht's handeln. Wir könnten nächstens schauen, ob hier hinten noch Truppen sind, die wir uns da holen können. Na, ist zu spät. Wilhelms Bogenschützen haben die französischen Verstärkungen dezimiert. Aber die Franzosen sammelten unbeirrt so viele Truppen, wie sie konnten, und leiteten einen weiteren Angriff auf die Burg ein. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Nein, das hier angreifen unbedingt. Sonst kommen die hier rein. Okay, und wieder reinlaufen hier. Die Lagerungswaffen sind weg. Ja, es hat sich ausgezahlt, dass ich hier alles voll gemacht habe. Ich habe hier keine Chancen. Nice. Die wackere englische Garnison hielt an ihrer Burg fest, die sie den französischen Invasoren nicht überlassen wollte. Wilhelm versammelte seine Bogenschützen, um den schwächer werdenden Franzosen weiter zuzusetzen. Ach, haben wir jetzt Verstärkung? Wir fallen von sich Belangsaufen, um Greifer zu schwächen. Ja, okay. Ja, also gleiche Spiel wieder wie vorher. Also gehen wir hier rauf. Und die sind eh auf dem Weg. Cool. Hier geht's mal nach da vorne. Ja, oder 10 können wir jetzt eh nichts mehr. Wir sind am Limit. Ach man, shit. Das ist jetzt unfair. Wir haben ja gar keine Chance. Super Verstärkung. Toll. Zwei Jungs hier. Oh oh. Fuse Tolkas. Hestes.
Okay, ihr könnt schon mal heilen. Und Angriff. Es war interessant zu sehen, im Vergleich, wie der Angriff wäre, wenn man das hier nicht machen würde. Und wieder das Hellfeuer. Und wir haben wieder eine, die unten rum ist. Warte darauf, dass sie in Range ist. Yes. Zwei unten rum. Sehr gut. Und wir gehen jetzt mal wieder hier nach oben. Da können wir sie besser abfangen und vielleicht noch ein bisschen heilen. Seid ihr? Da seid ihr. Und Chris, hast du da schon mal Age of Empires gespielt? Oder weißt du gar das Neue? Da sind ein paar richtig geile Zwischensequenzen drin, kann ich dir sagen. Macht mal schneller hier. Ach, es sind sogar drei. Ist jetzt noch nicht. Also gar kein Teil von Age of Empires? Und Hellfire. Lagerfeuer des Heils zu. Age of Mythology? Irgendein RTS-Spiel? Okay, und Schnellfeuer. Nein. Also die Einheiten tun mir echt weh hier. Ich glaube, das war's jetzt dann. Ja, das war's. Wilhelm, du musst leider weg. Shit. Ja, und da kann ich keine Truppen produzieren. Schade, 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 schade. Viel mehr gewesen. Ja, dann können wir jetzt eigentlich nur abwarten. 2 Minuten 20. Da komme ich jetzt auch nicht mehr durch. Einige Verstärkungen erreichten die französische Belagerungsstellung, sodass der nächste Angriff auf die Burg in noch größerer Zahl stattfinden würde. Ja, schön. Ja, nee, ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt noch machen kann. Ich könnte doch hier oben hinlaufen. Ja, aber das sind vermutlich hier irgendwie Truppen unterwegs. Ich lasse mal da. So, hier. Wobei, da, ihr könnt mir hier unten rein. Ach, stimmt ja, da habe ich ja euch zwei hier noch. Kann ich zumindest vorproduzieren lassen.
Sobald dann wieder Leute draufgehen. Oh, Verbesserungen. Wobei. Machen wir eigentlich nicht. Ziehen so. Tümer und Bärfüße können ziehendes Öl auf Einheiten in der Nähe schütten. Oh ja. Bogenschützen plus 2 Reichweite. Komm, die Sache machen wir. Das finde ich gut. Stellung. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir hier noch einen Turm. Steinturm. Ich glaube, hier war der andere. Coole Sache. Gut, warten wir mal. Jetzt habe ich gar nicht mitzählt. 3, 4. Waren das jetzt schon 3 Angriffe oder ist das jetzt der dritte Angriff? Das ist der dritte Angriff, oder? Also der vierte wird ja dann ultra heftig, wenn wir da jetzt nichts mehr abfangen können. Spannend. Und los geht's. Das Durchhaltevermögen der englischen Garnison und Wilhelms Überraschungsangriffe waren der Grund dafür, dass Dover noch nicht gefallen war. Die Engländer machten sich bereit, den finalen Ansturm der Franzosen zurückzuschlagen. Oh, jetzt geht's wieder runter hier. Wir müssen diese Türme kaputt machen. Zwingend. Auweia. Die tun uns hier ganz schön weh. Bogenschützen, ihr könnt gern hier oben bleiben. Aber der Rest hier erstmal rein. Holy moly. Das kann es doch nicht sein. Fuck. Wo sind meine ganzen Einheiten hin? So, rein hier. So eine Scheiße. Fuck, und wir haben ein Loch. Scheiße. Nein, scheiße. Zudem. Shit, 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 shit. So, produzier ein bisschen, geh ich mal bitte. Was sind das für Einheiten hier? Waffenknechte. Warum sind die so stark? Oh, bitte lass es das gewesen sein. Oh, Gott sei Dank. Und Fluchzähler. Oh nee. Hartnäckigkeit der loyalen Soldaten von Hubert de Burgh zwangen Prinz Ludwig und die Rebellenbarone, ihre Belagerung aufzugeben.
Dank der Unterstützung durch Wilhelms furchtlose Bogenschützen blieb König Johanns Herrschaft über England bestehen. Wir sind alle draufgegangen. Oh. Aller Scholli. Gib dir dein extra Video. Nice. Rebellion. Wisst ihr was? Schauen wir uns gerade mal an. Und dann gehen wir kurz in die Musikpause. Oder? Hä? Doch, das war das von vorher, oder? Ja. Und nochmal die Geschichte. Habe ich ansonsten irgendeins übersehen? Nö. Das war schon das. Und dann... noch eine Belagerung. Ach man, das ist doch die dritte Belagerung hintereinander. Okay. Also, jetzt gibt es erstmal kurz Musik. Und dann komme ich gleich wieder. Bis gleich.